In diesem Video gibt es mal nicht nur Produktinformationen, es wird auch ein ganz kleines bisschen persönlich, weil ich möchte dir mal meinen persönlichen EDC-Rucksack vorstellen. Also das Everyday Carry, die Sachen, die ich so für Notfälle, natürlich nicht nur, aber auch seit ungefähr 3 Jahren fast täglich mit mir rumschleppe. Wenn dich das Thema interessiert, bleib dran, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Hallo, ich bin Thomas Bickel, Gründer und Geschäftsführer von Survival Pro, dem Online-Fachmarkt für Notfallvorsorge und Survival-Ausrüstung seit 2016. Du findest uns unter www.survival-pro.de oder notfallvorsorge.shop. In einem meiner letzten Videos war ja schon mal das Thema die drei Prepper-Fluchtrucksäcke. Du hast ja einmal das EDC, das Everyday Carry, den Backout-Bag und den Inch-Rucksack. Heute geht es um das Thema EDC-Rucksack. Wie gesagt, ich möchte dir meinen persönlichen vorstellen. Und EDC ist eigentlich nichts anderes als der Krempel, den du tagtäglich eigentlich gebrauchen könntest. Also das, was für die Damen ihr Damenhandtäschchen ist oder der Buko, ja, der Beischlafutensilienkoffer, du kennst das, ist für die Kerle halt des EDC oder der EDC-Rucksack. So, und wir legen auch direkt gleich los. Wichtig ist natürlich, dass der Rucksack nicht zu groß sein darf und auch nicht zu klein. Ich habe mich hier entschieden für diese 36-Liter-Variante von Miltec. Das Ding heißt Assault Pack. Und Preislage um die 40 Euro vielleicht, ja. Und den gibt es in verschiedenen Farben. Ich nutze so für die alltäglichen Fälle immer den schwarzen hier. Ich habe den noch für zum Beispiel fürs Wochenende, wenn ich privat unterwegs bin, hier diesen kleinen, in diesen AT Digital. Ich habe den noch in Oliv. Ich habe den auch noch in so einem dunklen Militärton. Und je nachdem, wie ich Bock habe, nutze ich das eben. Mal gleich ein wesentlicher Vorteil vorneweg von diesem Miltec Assault Pack. Erstmal natürlich günstiger Preis, um die 40 Euro. Kannst du theoretisch jedes Jahr einen neuen kaufen, ja. Und der hat genau die richtigen Maße, dass der bei den meisten Airlines so als dieses zusätzliche Handgepäck mit durchgeht. Also neben diesem Trolley, was du da in die Kabine mit reinnehmen darfst, zusätzlich noch, was du dann quasi vor die Füße stellen darfst, funktioniert wunderbar. Was ich an den Dingen noch sehr genial finde, ist die Aufteilung der Taschen, dass nicht alles in einem Raum ist, sondern dass du hier verschiedene unterschiedlich große Taschen hast. Du hast einmal so eine ganz große Tasche hier hinten, eine mittelgroße hier vorne dann so eine kleine noch, so mit Reißverschluss hier oben und hier unten nochmal so eine mittlere. So, und mit der unteren Tasche hier fangen wir auch direkt mal an. Was habe ich da immer mit drin? So, hier ist mein kleiner Kulturbeutel. Ich habe ja immer dabei Kaugummis, so eine kleine Ladung Nachschub an Zigaretten. Ich habe ja immer drin meine kleine Stirnlampe. Ja, auch von Miltec. Übrigens, die Produkte sind alle verlinkt in der Videobeschreibung direkt zum Shop. Und ich habe hier drin immer meine Powerbank. Ich habe hier so eine Vierfach Powerbank von BioLite. Das Ladekabel natürlich fürs iPhone. Und das Ding reicht zum Beispiel für 4-mal iPhone aufladen. Leider gibt es das Ding aktuell nicht mehr. Es gibt noch die Ausführung in einer 2er und als einzelne Powerbank natürlich. Auch wieder in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Was haben wir noch drin? Ja, natürlich hier der Stecker für das Ladekabel. Das wäre schon mal in der unteren Tasche. So. Dann hier in der Tasche hier oben. Als erstes meine Kopfhörer. Ich habe hier meistens dabei so eine kleine Pfefferpistole. Hier so Pfefferspray. Ich habe hier drin meine Brille, mein Brillenetui. Aktuell schleppe ich immer so ein Zeug mit mir rum, hier diese kleine Handdesinfektionsmittel. Ich habe hier meistens dabei so ein kleines Klappmesser von Marke Beer Grills, Gerber, auch verlinkt in der Videobeschreibung. Ich habe hier immer dabei einen kleinen Spork, das ist quasi so Löffel, Gabel und Messer in einem. Ist manchmal ganz hilfreich, vor allem wenn du mit dem Zug unterwegs bist, mir ist das schon mal passiert, ich kaufe mir so einen kleinen Salat hier bei Dean & David, mach das Ding auf, ist keine Gabel dabei, bin ich immer froh, dass ich das dabei habe und das wiegt ja fast nichts, das habe ich immer dabei, ganz klare Geschichte. Was habe ich noch dabei? Ich habe immer noch dabei ein kleines Sturmfeuerzeug, ich habe immer dabei ein Kuli und ein USB-Stick und das war es auch schon für das obere Fach hier. So, mal kurz alles vorhin hinlegen.
Juli, jawohl, sehr schön. Und als nächstes gucken wir uns mal an, was hier in diesem zweitgroßen oder diesem mittleren Fach hier ist hier vorne. Da habe ich zum Beispiel immer drin meine Papiere, Ausweispapiere und mein Portemonnaie. Ich habe hier immer dabei einen Schirm. Ja, man weiß ja nie, ich bin ja viel mit dem Zug unterwegs. Und ja, auch die vielleicht 800 Meter von der U-Bahn-Station bis zum Büro oder bis zur Wohnung kann es heftig regnen. Also das ist so ein Ding, ich habe irgendwo gekauft im Urlaub für 10 Euro oder was, das ist immer dabei. Ich habe immer dabei meine Wasserflasche, ganz klare Geschichte, weil ich sage ganz ehrlich, ich mag keine Plasteflaschen oder Pappbecher oder sowas, das mag ich nicht. Ich fülle hier mein Wasser rein, das ist eine Edelstahlflasche von Clean Canteen, Reflect heißt das Teil, auch verlinkt hier in der Videobeschreibung und ich möchte es auch nicht mehr missen. Ja, das Ding habe ich wirklich täglich dabei, sehr, sehr gut. Und je nachdem, wie und wo ich unterwegs bin, entweder vom Clean Canteen so ein kleiner Thermobecher für Kaffee oder meine Thermoskanne für Tee, wenn ich mir zum Beispiel zu Hause so, das ist ein Liter, so ein Liter Tee mache, das ist immer ganz praktisch, habe ich unterwegs immer meinen Tee dabei und gleichzeitig einen Becher. Das ist sehr cool und das war es auch schon für die Tasche. Und dann sind wir bei der großen Tasche. Was habe ich da drin? Da ist als erstes immer mal drin mein Laptop. Ich habe hier so einen, wer ist das Ding? Microsoft Surface Laptop 3. Der ist ziemlich dünn, ziemlich leicht und etwas günstiger als die Geräte von Apple, diese MacBook Pros. Hier ist Ladekabel mit drin gleich und mehr braucht es eigentlich nicht. Manchmal habe ich noch so eine kleine Maus, die ich mitschleppe. So, das hätten wir. Ich habe hier drin meinen Terminkalender. Aktuell noch so eine FFP3-Maske, die ich gelegentlich mal mit mir rumschleppe. Meistens noch eine Mütze. Ja. So ein kleiner Schal oder auch als Maske zu verwenden. Und dann, je nachdem, was halt für Wetter ist, habe ich meistens dann noch drin eine Regenjacke oder eine zusätzliche Wärmejacke und solche Geschichten halt. Eine Handschuhe eventuell, je nachdem, wo ich hingehe. Also der Rucksack ist ja, wird ja quasi immer individuell gepackt, je nachdem, wo ich da eben auch gerade hingehe. So, dann habe ich hier oben in dem Rucksack, ich hoffe, man kann das gut erkennen, noch so eine Art Geheimfach hier. Ich mache das mal auf. Da habe ich zum Beispiel immer drin noch einen kleinen Notizblock. Ich habe hier drin meine Schlüssel und diversen Marken und so weiter, was man so braucht, Kärtchen. Das ist immer hier quasi in so einer Art Geheimfach drin. Und das ist eben das Schöne an diesem Teil, dass alles eben auch sein Fach hat, wo ich auch nicht lang suchen muss, wo ich genau weiß, das ist da drin und dann passt das alles. Das ist für mich okay so. Ja? Also ich habe mich daran gewöhnt und das finde ich klasse. Okay, und jetzt zeige ich dir noch, was ich in diesem kleinen lustigen Kulturbeutel drin habe. Also das ist nicht wirklich ein Kulturbeutel, das Ding ist einfach eine ganz schlichte, einfache Federmappe. Die war bei irgendeinem Rucksack mit dabei von Deuter, habe ich mir mal gekauft bei Gelegenheit. Und was habe ich da drin? Tempotaschentücher ist mir sehr wichtig. Ich habe natürlich auch immer so ein kleines bisschen Klopapier mit dabei, weil wie gesagt, ich bin oft im Zug unterwegs und mir ist das schon mal passiert, ja, du willst mal auf Toilette gehen und das Klopapier gibt es da nicht mehr, ist alle oder sowas. Und das wiegt fast nichts, ja, habe ich immer mit dabei, gar kein Problem. So, dann ist immer dabei noch ein extra Feuerzeug, auch wieder so ein Sturmfeuerzeug hier. Ich habe dabei persönliche Medikamente, was man so braucht, was habe ich noch alles, ach ja, hier immer Ibuprofen zum Beispiel. Ich habe dabei immer so ein kleines Pflasterset. Ich habe immer dabei dieses Mittel hier gegen Sodbrennen, ist manchmal ganz hilfreich, wenn man das dabei hat. Eine kleine Dose für Handcreme, weil jetzt ist ja aktuell so, dass ich durch dieses Corona-Zeug ja, täglich mehrmals die Hände desinfiziere und wasche. Und da macht das einfach Sinn, so eine kleine Handcreme mitzuführen. Was haben wir noch alles dabei? Ein Duschgel, ein Haarshampoo, Zahnpasta, Zahnbürste und zu guter Letzt
Hier, das hat mich mal nichts gekostet, das habe ich mal geschenkt bekommen. So eine Art ganz kleiner Notregen, wie nennt sich das? So ein kleiner Regenponcho oder sowas in der Art, ne? Das ist dabei. So, und das sind auch schon in aller Schnelle kurz erklärt, was ich alles dabei habe und wozu. Und Sinn und Zweck von diesem EDC ist halt wirklich, dass ich einfach Zeit spare. Und ich bin auch nicht so ein Fan, der sich jeden Tag Gedanken macht, ey, was könnte ich denn heute wieder gebrauchen? Was müsste ich jetzt, wenn ich da hingehe oder dorthin gehe oder den und den Besuch, was muss ich da mitnehmen? Sondern ich habe diese grundsätzlichen Sachen einfach alle dabei. Das wiegt nicht so wahnsinnig viel, das stört mich nicht. Es ist überhaupt gar kein Problem, das immer mit sich rumzuschleppen. Und ich bin immer froh, dass ich die Sachen am Mann habe und dass ich, wenn ich was brauche, nicht erst dann suchen muss oder mir irgendwas organisieren muss oder irgendwelche Umwege laufen muss oder fahren muss, sondern dass ich die Sachen einfach immer am Mann habe und fertig aus. So, das ist auch im Prinzip schon der ganze Hintergrund von dem EDC-Rucksack in Everyday Carry. Die Sachen, die du täglich gebrauchen könntest oder eben auch brauchst. Und das war es auch eigentlich schon zu diesem Thema. Okay, ich packe das jetzt mal alles wieder zusammen im Schnelldurchgang. So, und das war's auch schon, ja? Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was habt ihr so in eurem EDC-Rucksack? Was ist alles drin oder wo seid ihr der Meinung, Mensch, das muss man doch eigentlich unbedingt noch mitschleppen? Das gehört doch auch noch mit rein. Dann postet das mal bitte in die Kommentare. Wie gesagt, alle oder die meisten Produkte von denen haben wir auch im Shop, sind verlinkt in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und direkt im Shop online erwerben. Und dann wären wir durch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass doch mal einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal hier auf YouTube, um nichts zu verpassen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, wünsche dir noch einen schönen Tag, bis demnächst, macht's gut und tschüss.